Dieses Nichtwissen steht unter dem starken Verdacht eines Verkennens im technischen Sinn des Wortes und das umso mehr, als es gelegentlich fingiert ist. Sollte es sich dabei nur um das Nichtwissen in jener Geschichte handeln, mit der Longus uns die Initiation von Daphnis und Chloe wiedergibt, die er den Aufklärungen einer alten Frau aussetzt. Manche Autoren sind daher so weit gegangen, die phallische Phase als Wirkung einer Verdrängung zu betrachten und die Funktion, die das phallische Objekt dabei einnimmt, als Symptom. Schwierigkeiten zeigen sich, sobald man wissen will, welches Symptom. Phobie meint der eine, Perversion der andere und manchmal sagt einer beides. Im letzten Fall scheint nichts mehr zu gehen. Nicht, dass es nicht interessante Verwandlungen gäbe, in welchen ein phobisches Objekt zu einem Fetisch werden kann. Aber wenn es sich um interessante Verwandlungen handelt, so gerade wegen der unterschiedlichen Stellung, die das phobische Objekt und der Fetisch in der Struktur einnehmen. Von den Autoren zu verlangen, sie sollten diesen Unterschied gemäß den Betrachtungsweisen formulieren, die heute unter dem Titel der Objektbeziehungen im Schwange sind, wäre ein müßiges Unterfangen. Und dies nicht zuletzt, weil sie sich auf nichts anderes stützen als auf jenen approximativen Begriff des Partialobjekts, der nie einer Kritik unterzogen worden ist, seitdem Karl Abraham das Unglück hatte, ihn aufgrund der Erleichterungen, die er unserer Zeit offeriert, einzuführen. Es bleibt, dass die nunmehr eingeschlafene Diskussion über die phallische Phase, wenn man die übrig gebliebenen Texte aus den Jahren 1928 bis 1932 wieder liest, uns erfrischt durch das Beispiel einer theoretischen Leidenschaft, der inzwischen eingetretene Verfall der Psychoanalyse als Folge ihrer Transplantation nach Amerika einen Hauch von Nostalgie hinzufügt. Wollte man diese Debatte lediglich resümieren, würde man nur die authentische Verschiedenartigkeit der Positionen von Helene Deutsch, Karen Horney und Ernest Jones, um nur die bekanntesten Namen zu nennen, verfälschen. Die Folge von drei Aufsätzen, die der Letztgenannte diesem Thema gewidmet hat, ist von besonderer Suggestivkraft und wäre es auch nur dadurch, dass er als Erster hier etwas gesehen hat, worauf er aufbauen konnte und was ausgedrückt werden kann durch den von ihm geprägten Begriff der Aphanesis. Obwohl er sehr richtig die Beziehung der Kastration zum Begehren problematisiert, beweist er dabei seine Unfähigkeit anzuerkennen, was er trotzdem fast in den Griff bekommt, sodass der Begriff, der uns gleich den Schlüssel liefern wird, hier aus seinem Nichtvorhandensein selbst aufzusteigen scheint. Amüsant ist vor allem sein Erfolg bei dem Unternehmen, Freud bis in den Buchstaben hinein zu folgen und dennoch zu einer Position zu kommen, die der von Freud strikt entgegengesetzt ist. In der Tat ein Musterbeispiel für ein schwieriges Genre. So leicht lässt sich aber der Fisch nun auch wieder nicht ertränken, so offensichtlich voll des Spotts über Jones' Plädoyer für die Wiedererstellung naturrechtlicher Gleichheit, Klammer auf, das ihn fortreißt bis zu jenem Bibelwort, nachdem Gott beide, Mann und Frau, erschuf, Klammer zu, für die Wiederherstellung naturrechtlicher Gleichheit. In der Tat, was ist gewonnen, wenn Jones die Funktion des Phallus als Partialobjekt normalisiert, gleichzeitig aber gezwungen ist, sich auf die Präsenz des Phallus im Mutterleib, den Phallus als internes Objekt, zu berufen, das heißt auf einen Begriff, der erst in den Fantasien seine Funktion erhält, die Melanie Klein entdeckt hat und der deshalb untrennbar mit der Kleinschen Doktrin verbunden ist, die diese Fantasien auf die Rekurrenz des Ödipus-Komplexes bis auf die früheste Kindheit zurückbezieht. Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Frage wieder aufgreift, wie Freud zu seiner offensichtlich paradoxen Auffassung gekommen ist. Man wird nämlich einräumen müssen, dass er wie kein anderer angeleitet war in seiner Anerkennung jener Ordnung der Erscheinungen des Unbewussten
deren Finder er war. Und das, weil die Natur dieser Erscheinungen nicht ausreichend artikuliert wurde, seine Nachfolger mehr oder weniger unausweichlich in die Irre gehen mussten. Ausgehend von dieser Art Wette, die dem von uns nun schon seit 7 Jahren fortgesetzten Kommentar zum Werke Freuds zugrunde liegt, sind wir zu gewissen Resultaten gelangt. Fortsetzung folgt.